Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem Einkaufsvideo. Ich habe immer noch keinen Adventskalender. Ich weiß auch nicht, welchen ich holen soll. Keiner von denen gefällt mir. Und ich habe Post von der ISTA bekommen, die von mir Geld wollen, was auch sonst. Für Kohlendioxid. Ich denke, mein Schwein pfeift. So, heute wieder ein Einkaufsvideo. Und zwar haben wir einmal den guten Kaufland-Kalender. Ich erwarte eigentlich von der Sächsischen Zeitung so ein Kalender, die haben den immer drin, einmal im Jahr. Der müsste entweder zum Montag kommen, also für mich wäre das heute, oder im Laufe der Woche. Aber falls sie das nicht machen, habe ich mir so einen geholt. Das ist so ein Kalenderposter. Erschreckend günstig. Wo haben wir es denn? 1,99 €, das kann sich sehen lassen. Und du hast das ganze Jahr im Überblick drauf. Das ist ziemlich praktisch, da ich gerne so Zeugs plane und eintrage mit Hausordnung, mit Urlaub und mit Tagen, die ich frei habe, wo ich planen muss und so weiter. Das Ganze so ein bisschen Überblick, ohne lange zu bittern, auf einen Blick, und das ist mit dem Ding halt wirklich gut geleistet und für den Preis sowieso. Batterien. Schade, dass es nicht mehr die guten alten Duracell gibt. Gibt es die noch? Weiß das irgendeiner? Alkaline. Ich vermisse die guten alten Duracell mit dem Hasen, die angeblich länger und länger halten. Die hier sind nämlich nur noch für meinen Wecker. Und ich kann euch sagen, dauert nicht lange, dann sind die leer. Entweder ist mein Wecker zu alt oder ich weiß da auch nicht. Das geht los beim Licht. Wenn du drauf drückst, hast du so Licht. Und naja, das Uhrwerk läuft halt permanent. Das muss ich wirklich näher erklären. Sehr, 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 sehr nervig. Gut. Fangen wir mal mit dem Erdnussöl an. Ich habe mir das mal so überlegt zum Anbraten. Erdnussöl hat einen sehr herzhaften Geschmack und ja, warum eigentlich nicht? Die Pulle ist klein, war auch nicht, naja gut, so teuer war sie nicht, aber es ist ganz okay, weil man will es ja erstmal probieren, da brauchst du nicht so einen Riesenbottich. Da passt das schon ganz. Wo habe ich denn das andere? Oh, ja, da. Ach, hier. Dann hätten wir hier einmal Omega-369 mit Vitamin E. Sonnenblumen. Omega-3 hast du auch in der Fisch. Habe ich solche Fischkapseln da oben drin, deswegen guckte ich gerade da hin. Aber irgendwann sind die alle, und Omega-3 ist wirklich wichtig für diejenigen, die Ernährungslehre hatten in ihrer Schule, also quasi die, die in der Küche arbeiteten und das Ganze 3 Jahre lang aushalten mussten, wissen, was ich rede. Ohne Omega-3 läuft nichts. Dann haben wir die guten alten Klassik. 10 frische Eier, die ich bei jedem Einkauf dabei habe. Denn wenn ich einkaufen gehe, dann ist es meistens, weil ich entweder keine Butter oder keine Eier mehr habe. Ja, ich gehe ja nicht jeden Tag einkaufen, wie einige, die es offensichtlich jeden Tag machen. Sobald mal irgendwie Feiertag ist, denken sie, es gibt nichts mehr. Ich nicht. In keinster Weise. Ich warte da schön, bis ich wirklich was brauche. Zumal ich ja nicht weit muss. Nur in dem Fall habe ich halt mal einen etwas weiteren Weg genommen. Mit dem Auto unterwegs. Das hätte ich gar nicht so viel schleppen können. Weil es gewisse Dinge gibt, die kriegst du halt bloß bei Kaufland. Das ist nicht in die Ecke bei uns. So. Das hier ist auch bekannt, Bananen. Die Kassiererin hat auch diesen Aufkleber gar nicht entdeckt und dachte mir, ich hätte nicht, hat nicht gewogen. Habe ich aber. Hat sich dafür so entschuldigt. Ebenso bei der Surini, da hat sie es aber gesehen. Und das werde ich mal probieren. Ja, mal sehen, hier mit Erdnussöl irgendwie. Wie gesagt, ich erhoffe mir so ein bisschen Geschmacksübertragung davon. Ich kenne ja so Erdnusssoße oder Erdnussbutter, so gebraten, das ganze Zeug. Sesamöl ist auch gut, aber ich wollte jetzt nicht zu viel auf einmal holen. Vielleicht beim nächsten Mal. Es könnte aber auch ein Flop sein, dann kannst du es jetzt zum Anbraten nehmen. So. Der gute Butterkäse, auch von Klassik, ziemlich fett, aber auch günstig. Musst halt echt aufpassen, am besten du musst ihn richtig lagern, weil sobald du ihn offen hast, je kleiner Lebensmittel sind, desto schneller verderben sie, soweit so klar. Dass die letzten dann nicht anfangen zu schimmeln, denn du hast so schnell Kondensfeuchtigkeit drin, und ich habe mit Obst und Gemüse, vor allem mit Gemüse, auf die Erfahrung gemacht. Wenn du das irgendwo hast und da bildet sich Kondenswasser, die untersten werden schlecht. Also nicht alle, also Gemüse kannst du noch so ein bisschen sortieren, im Gegensatz zu Fleisch oder Fisch oder dem ganzen Kram. Aber bei Käse bin ich darauf vorsichtig, so Milchprodukte, wenn die schlecht sind, dann sind sie wirklich schlecht. So, wo wir gerade bei Milchprodukten sind. 3-mal Müllermilch, nicht vegan. Das Vegane, das kannst du getrost vergessen. Das schmeckt scheußlich. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ich habe es einmal gehabt. Es war ein ganz widerlicher Geschmack. Ich weiß, vegan soll ja schlecht sein. Ich will hier nichts Veganes schlecht reden, aber dann
doch eher den klassischen Stil. Das hier ist nicht vegan, ich kann es nicht ändern. Schmeckt trotzdem. Im Gegensatz zu dem hier. Das hier ist ja wohl vegan. Das sind so viele Möhren, die ich mir auch machen werde. Die waren übrigens auch in einem Sonderangebot. Bio-Möhren. Und ja, aus den Niederlanden. Fein. Ja, wie gesagt, mit Erdnussöl so ein bisschen anbraten. Ich will da so ein bisschen experimentieren und hoffe, das schmeckt ein bisschen raus. Und wenn nicht, dann mache ich mir was halt Rohkost. So mit Zitronensaft und Zucker und ein paar Rosinen rein und dann ist ganz okay. Da ich mich auch auf Arbeit dusche oder fast sogar nur, cool. Auch hier aber mit Sand und Öl. Ich wollte schon fast sagen Kumquats, aber das sind keine Kumquats, das ist ja Sand und Öl. Ich habe gar nicht dran geschnuppert, das mache ich normalerweise immer, wenn ich etwas einkaufe. Egal, es ist halt Shampoo. Und auf Arbeit kostet mich das Duschen nicht einen Cent. Das ist der Hauptgrund. Prince of Wales, ich hatte jetzt mal Lady Grey gehabt, das ist so ein Earl Grey Tee, kennt sicherlich der eine oder andere. Gar nicht mal so schlecht vom Geschmack und da dachte ich mir, probierst du mal Prince of Wales und lassen uns überraschen, das ist im Prinzip, ach du, was ist das denn? Ach so, ja klar. erstmal die leichte Variante, darauf habe ich jetzt nicht so groß geachtet. Und dann habe ich noch China gelesen, da dachte ich mir schon so, made in China, aber nee, das ist ja klar, Tee kommt aus China. Okay, hätten wir das auch geklärt. Zwiebeln, gut für Ei, gut zum Braten, gut für alles, aber müssen halt richtig gelagert werden. Wobei jetzt in der kühlen Jahreszeit, da geht das Ganze. Da ist das Ganze nicht das Problem. Wenn es nämlich warm ist, fangen sie an zu keimen. Aber noch schlimmer ist es, wenn sie anfangen zu schimmeln unter der Schale und du hast dann so einen schwarzen Staub drin, wer der eine oder andere kennt es vielleicht, das ist Mist. Also die musst du dann durchlagern. Kühli wäre eine Option. Aber naja, wie gesagt, im Sommer möchte man es vielleicht machen. Das wäre ein Gedanken wert. Es wäre schade drum. Nussetti. Aus Erinnerungsgründen. Was ich übrigens immer so löffle, da habe ich. Das sehe ich gerade. Ja. So, würde ich nicht viel sagen. Manche holen sich Pralinen, ich hole mir irgendwelches Süßzeug und löffel das so, die einen oder anderen kennt. Nein, ich werde davon nicht fett. Das wird nie passieren. Das ist eine Tatsache, mit der ich mich abfinden muss. Das ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Du kannst reinschaufeln, es passiert nichts. Das Beste, Schlimmste oder was du kriegen kannst, sind bestenfalls irgendwann schlechte Zähne. Aber dafür macht man ja Zahnarztkontrollen, für die ich mich übrigens auch angemeldet habe. Was für ein Spaß, ich freue mich schon drauf. So, nächster. Dann hätten wir die gute Oma Hildes Jagdwurst. Ich wollte erst eine Jagdwurst so vakuumiert holen, dann dachte ich mir so, ne, die hier war preiswerter. Ich verspreche mir viel von Hilde. Also, ja, diese klassische Jagdwurst, die kennt man ja, oder der Bierschinken. Ist nicht das gleiche, aber ähnlich. Klein gewürfelt und dann angebraten. Bis nächstes Jahr haltbar, wobei ich sagen muss, das ist ja, das wird auch noch nächstes Jahr haltbar sein und übernächstes Jahr. Also solange das noch zu ist und nicht irgendwie in der Sonne steht, alles kein Problem. Und dann hätten wir, was ist das denn? Ach ja, hier. Apfel, Püffer, Kücheln, bla bla bla. Solche kleinen Furze hier. Ich habe mir nämlich was geholt. Oh ja. So eine kleine Mini-Pfanne, ihr seht schon, hier war was drin, das ist Kokosnussöl. Die sind ideal für Spiegeleier, dass die so eine richtige Form haben. Wer so ein Spiegelei in einer großen Pfanne macht, der wird es wissen. Die laufen breit, also die werden nicht so, wie es werden, also wie sie werden sollen. Und deswegen so eine kleine Pfanne. Ist ganz gut. Und da dachte ich mir, kannst du solche kleinen Pfannekuchen vielleicht auch machen. Dadurch, dass die Pfanne kleiner ist, ist die Hitze auch schneller erreicht und das Wenden ist auch kein so großes Ding. Im Gegensatz zu einer großen Pfanne. Wo du oftmals oben noch so eine weiche Schicht hast und dann kleckert das Ganze. Das will ich nicht. So. Und zum guter Letzt. XXL. Das wäre gar nicht nötig gewesen. So groß wollte ich es gar nicht, aber es gab halt kein anderes. Es war aber auch ein Ostern-Angebot irgendwie. 2-in-1 Reinigen, Desinfektion und so weiter. Allzweckreiniger. Sacrotan. Mit Sacrotan bin ich ziemlich zufrieden. Die haben auch das Desinfektionsspray. Das sprühe ich mir mal auf dem Klo sitz. Weil halt manchmal, auch wenn du ein Kerl bist, ja, ich pinkel nicht im Stehen, aber geht mal ein Tropfen daneben auf die Brille. Eingesprüht, drüber gewischt mit einem Tuch. Riecht auch ganz gut, ist ganz okay. Reiniger hält, also wenn es sauber soll, sein soll, Sacrotan, XXL, egal. Einerlei. Aber meine Erfahrung damit ist eher positiv.
Das war's zu diesem Einkaufsvideo. Wir sind exakt bei 10 Minuten, jetzt schon 2 Sekunden. Tschüss.